method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. Wild weave, the metaphors, we over minds, they glass. Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute soll es mal um Boruto Folge 204 gehen. Der Kampf zwischen Jigen und Naruto und Sasuke. Der Kampf war einfach krank und hat einige Wellen geschlagen. Und ich möchte einfach mal meine Ansichten, ein bisschen so meine Meinung dazu abgeben. Ein bisschen sagen, was mich daran gewundert hat oder ja, verwundert hat, was da die, ich sag mal, Reaktionen drauf waren. Und ein bisschen drüber reden, was es vielleicht auch für die Zukunft bedeuten kann. Aber gut, fange ich einfach mal an, erstmal über den Kampf zu reden. Ein paar positive und negative Punkte sagen. Und da muss ich als erstes schon mal sagen, ich habe keine Ahnung, was der negative Punkt sein soll. Ich sehe da keinen negativen Punkt. Der Kampf war, der war so genial, Alter. Animationstechnisch, top. Choreografietechnisch, top. Gezeigte Fähigkeiten, top. Und die sind nicht einfach nur die Route gegangen, einfach alles vom Manga zu adaptieren, sondern haben da auch viel Eigenes gemacht. So wie es auch beim Momoshiki-Fight der Fall war und auch wie es beim Kawaki-Fight, also Kawaki gegen Garou, der Fall war. Das heißt, da steckt viel Liebe, viel Zeit und viel krasses Zeug hinter. Was man auch sieht. Man hat richtig gesehen im Anime so, die haben es richtig gut animiert, gezeigt so, was für ein Level Jigen ist. Nicht nur, weil er einfach Naruto und Sasuke besiegt, sondern wie er die angreift und alles. Wenn ein Sasuke zum Beispiel weggekickt wird von einem Jigen und wie hardcore ein Sasuke dann auf dem Boden aufprallt und alles, du merkst ja halt richtig, was das für eine Power ist. Der erste Kick, den Jigen auch Naruto gegeben hat, wo Naruto dann meinte, yo, what the fuck, das ist richtig schwer, dieser Kick, so. Daran merkt man schon, dass kräftetechnisch schon ein komplett anderes Level da am Start ist. Und dieser Kampf zeigt auch so einige Parallelen irgendwie zu anderen Kämpfen, die Naruto und Sasuke hatten, auf. So zum Beispiel, ja, ob wir jetzt der Momoshiki-Fight so, ne, 2-1 wieder. Aber dann hat man zum Beispiel Kaguya zwischendrin so, die ja auch mit ihren Knochen so geschossen hat, so wie Jigen mit seinen Dingern da rumschießt, mit seinen Stäben. Es hatte was vom Madara-Kampf, wie er da immer mit den Gegnern rumtanzt so und auch alles so im Alleingang verwüstet hat so. Es hat etwas von dem Pain-Kampf, wie ja, Pain gegen den, gegen QB-Modus gekämpft hat, als Naruto da, ich glaube, 8 Schwänze, 7 Schwänze oder sowas hatte so. Da konnte ich ein paar Parallelen raussehen. Killer Bee gegen Sasuke konnte ich da ein bisschen was raussehen, vor allem wegen mit den Verletzungen, die Sasuke da bekommen hat. Und ich finde, das ist eigentlich richtig krass gemacht und gelöst einfach. Ohne Scheiß, das ist ein High-Level-Kampf und in meinen Augen wahrscheinlich Top 5 Naruto-Kämpfe irgendwo drin. Wenn ihr wollt, kann ich mal gerne so eine Top-Liste an Naruto-Kämpfen machen. So hätte ich kein Problem mit, falls ihr es sehen wollt. So mal nebenbei reingeworfen. Aber dann halt auch noch schön zu sehen, wie Naruto und Sasuke die ganze Zeit versuchen, Jigen zu outplayen und die sich an seine Fähigkeiten gewöhnen und alles. Sasuke dann Naruto erstmal so, sag ich einfach mal, als Köder vorschickt, damit er alles analysieren kann, damit er direkt eine Gegentaktik machen kann und alles. Damit am Ende zum Beispiel der Move kommen konnte, so wo Naruto das Rasengan auf Jigen feuert und Sasuke ihn dann halt mit dem Schwert da halt treffen hätte können, so weil Jigen mit den Absorbieren vom Rasengan beschäftigt war. Oder als Naruto das Rasengan machen sollte, damit Jigen seine Hand nach vorne streckt, womit er das Jutsu absorbieren will und sonst nichts anderes machen kann. Sasuke sich in dem Moment mit Naruto tauscht und Jigen da gerade keine Waffe parat hat, womit er dann Sasuke schlagen kann, so. Womit Sasuke ihn auch eigentlich hätte köpfen können, so. Nur kam dann halt auch diese Chakra-Stäbe da aus seinem Hals da irgendwie, was ihn dann auch noch beschützt hat. Und selbst Jigen meinte da halt, dass es sehr close war und dass es ein richtiger Lucky Punch war, so. Deswegen Props einfach in alle Richtungen da. Und auch als wir am Anfang halt das Karma outplayed haben und so, hat Jigen dann auch zum ersten Mal realisiert, dass es auch eine Schwäche haben kann, so. Das heißt, Naruto und Sasuke wurden nicht so hart zerstört, dass man denkt, ja okay, what the fuck, das ist ja nur Fodder irgendwie für Jigen so. Nee, wir haben da richtig gezeigt bekommen, Naruto und Sasuke konnten was gegen ihn machen, aber Jigen hat halt trotzdem weitere Lösungen, weshalb er dann weiter dann überlegen war, so. Was ich übertrieben cool finde und schön gemacht finde, so. Und dann am Ende so das Gespräch zwischen Naruto und Sasuke, dass keiner von denen sterben darf, weil sonst alles vorbei ist und sowas. Dass Naruto zu Sasuke sagt, dass er weg soll, weil sonst stirbt er hier und ja, können die sich nicht leisten und Naruto schafft das hier schon. Naruto wird versiegelt, Sasuke kommt halbtot ja, vom Uchiha-Haus an, so, während Sakura aus der Tür kommt. Es ist heftig, was die für Schäden genommen haben. Vor allem ein Sasuke. Bei Naruto geht es ja noch einigermaßen wegen seinen regenerativen Fähigkeiten. Ein Sasuke hier, der
der hat Schäden bekommen, wie er zuletzt gegen Killerbee bekommen hat. Und das ist einfach krank, dass man das dann in einem heutigen Sasuke auch noch so zusetzen kann. Und wir haben auch am Ende gemerkt, wie verzweifelt Sasuke war gegen ihn, weil er am Ende das Amaterasu eingesetzt hatte und sowas. Und dann auch gemerkt hatte, dass es nichts bringt und er einfach nur seinen Chakram verschwenden ist. Und es ist einfach krass. Und der Kampf wurde ja prinzipiell nur beendet, weil Jigen angefangen hat zu brechen. Weil, das Gefäß nicht stark genug ist. Wäre das nicht passiert, hätten die wahrscheinlich immer noch die ganze Zeit hin und her gekämpft. So einfach nur, weil es Spaß für Jigen gemacht hat unter anderem. Allerdings muss man dann auch noch bedenken, was das eigentlich alles auch noch heißt. Jigen ist ein nicht perfektes Gefäß, der die Stärke des Otsutsukis nicht, gerecht wird oder nicht aushalten kann. Das ist so, als würdest du eine 5 Liter Wasserflasche versuchen, komplett in ein 200 Milliliter Glas zu kippen, so. Als Beispiel. Die Energie passt einfach nicht und wenn du da alles reinpresst, zerbröckelt es halt so. Das hat man da ja gemerkt. Davor hat er halt noch ein bisschen Chakra des Jubis absorbiert und alles und konnte dann halt so lange mit denen allen kämpfen und so. Und ja, Jigens Körper hat einfach nachgelassen. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, wenn er Full Power hätte, ein richtiges Gefäß hätte, was nicht zerbröckelt oder so, hätte er noch mehr geben können. Aber trotzdem konnten Naruto und Sasuke ihn so weit bringen, dass er so viel Kraft nutzen musste, dass er halt am Zerbröckeln ist. Deswegen von beiden Seiten aus einfach kranker Fight, muss ich einfach sagen so. Habe ich auf jeden Fall hardcore gefühlt. Auch ein paar neue OSTs kamen da drin vor, was auch übertrieben schön war. Einfach Meisterleistung wieder. Und was mich daran sehr überrascht hat, ist die Resonanz, die ich auf Twitter und so gelesen habe. Ich dachte eigentlich so, vor ein paar Wochen habe ich schon so gesagt, so, yo, wir werden jetzt bald den Jigen-Kampf bekommen. Und dann wird Boruto wieder komplett gebasht, komplett gehatet auf Twitter und sowas, weil, wie kann Naruto und Sasuke verlieren? Nein, das geht ja nicht. Das ist nicht meine Serie. Oh nein. Klar gab es solche Leute, aber in so kleinen Massen. Ich dachte, das wird Twitter dominieren. Nein. Twitter wurde von dem Hype dominiert. Also gefühlt, wenn du da kurz unterwegs warst, du hast das Gefühl, dass 100% nur positiv drüber redet. Und das ist krank. Das ist unerwartet für mich. Das freut mich übel, dass Boruto endlich mal diese Positivität abbekommt und sowas. Und ist einfach schön zu sehen, Alter. Und ja, den letzten Punkt, den ich hier kurz anstellen will. Was hat der Kampf für die Zukunft zu bedeuten? Erstmal. Wir wissen, dass die Kämpfe immer einen Step higher gehen sollten, so im Normalfall. Vor allem, weil die Gegner immer krasser werden, dass die Gefahr immer größer wird und sowas. Und wir müssen mal bedenken, wir sind noch am Anfang von Boruto. Wir sind noch nicht mal im Timeskip. Heißt, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte irgendwie so, wenn man es so grob sehen will. Und ihr müsst euch mal so klar werden, was so die Unterschiede zwischen einem Pre-Timeskip Naruto und einem Naruto Shippuden war. Was da eigentlich für Sprünge waren, was auch die Kämpfe anging und alles. Und wir werden noch größere Kämpfe bekommen. Jetzt im Anime erwarten uns in Zukunft 3 sehr große Kämpfe. Und ich sag's euch, alle 3 Kämpfe davon werden krank. Die werden wirklich next level shit. Wir werden so krassen Scheiß jetzt bald bekommen. Ihr werdet darauf nicht klarkommen, wenn ihr Anime only seid. Und das heißt dann auch unter anderem, dass die Animation da wohl nicht allzu absagen wird, weil, ja, die geben sich gerade so hardcore viel Mühe, so viele krasse Kämpfe hintereinander rauszuhauen. I mean, wir hatten erst den Kawaki gegen Garou-Kampf. Davor hatten wir halt noch den Ao-Fight, der schön animiert wurde. Dann hatten wir den Delta-Kampf, wo viele sagen, dass die Animation schlecht war, was ich gar nicht sehe. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu blind für bin, aber für mich sah die Animation relativ clean aus. I mean, ja, es ist kein Momoshiki-Fight-Level oder sowas, aber nicht jeder Kampf muss auf diesem überkrassen Level sein, aber es war alles andere als schlecht, irgendwie. Also die können uns immer noch gut, Qualität liefern und hauen dann noch nebenbei sowas raus wie das mit Jigen und alles. Und ihr müsst bedenken, Jigen war jetzt gerade derjenige, der halt, das schlechte Gefäß hat. Was passiert in Zukunft, wenn er vielleicht das richtige Gefäß bekommt? Was passiert, wenn man gegen den Otsutsuki in Jigen kämpfen muss? Power-Level-technisch ist das jetzt was komplett Krankes. Naruto und Sasuke wurden hier schon zerstört gegen einen Jigen, der nicht mal im Full-Power kämpfen konnte. Und das heißt, dass es sehr gefährlich jetzt gerade in der Boruto-Welt wird und jetzt keine Vorsicht mehr vernachlässigt werden darf. Es ist absurd, was jetzt eigentlich abgeht, so. Und das möchte ich einfach ein bisschen sagen, ein bisschen hochhypen auf die nächsten Folgen, so, für die Anime-Only, so, und ja, ich freue mich einfach drauf, was wir hier in Zukunft bekommen werden. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet euch das Video gut geben. Wie fandet ihr den Kampf? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Und was denkt ihr, wie es jetzt noch in Zukunft mit dem Bruto-Anime weitergeht? Wir haben schon Folgen, Spoiler und sowas bekommen, aber dazu mache ich ein separates Video. Und, gut. Das war's mit dem Video an der Stelle. Ihr könnt mich gerne supporten, indem ihr Teil der, Shinobi-Allianz wird, wenn ihr
Kanalmitglied werdet. Da könnt ihr dann auch schöne Emotes da in die Kommentare posten und sowas. Und ansonsten war es das mit dem Video an der Stelle. Danke, dass ihr da seid. Und ich verabschiede mich nach wieder mit.